Die erste gute Szene der Partie gebührt dem Tabellenführer Nürnbergs Abwehr. Durch Bier, Bulthuis und Hofland verstärkt, meistert diese Prüfung fehlerfrei. Christopher Bieber im Abseits, kein schneller Führungstreffer. Vor 2610 Zuschauern in der stimmungsvollen Flyer-Alarm-Arena. Der Tabellen 15. aus Mittelfranken, frech. Forsch, voller Tatendrang, Mike Ott testet Robert Wulnikowski. Würzburgs Schlussmann in der Anfangsphase häufiger gefordert, über die kompletten 90 Minuten hin fehlerfrei. Halbzeit 1, kurzweilig die Rothosen, nun aktiver Leverenz auf Nico Gutjahr. Samuel Radlinger zur Stelle Nürnbergs Torhüter erstmalig gefordert. In der nächsten Szene muss er nicht eingreifen. Wirbelwind Steven Leverenz setzt das Spielgerät übers Gehäuse. Das Duell offen, sehenswert, jetzt die Gäste an der Reihe. Sie nutzen den Raum in Würzburgs Hintermannschaft. Lücken vorhanden, Christian Demirtas etwas zu weit von Tim Wolf entfernt. Volley genommen, Robert Wulnikowski entschärft den Ball, nochmal Glück gehabt. Minute 20, die Unterfranken stören früh, provozieren dadurch Fehler. Jetzt geht es schnell, Steven Leverenz in Richtung Strafraum. Ein Schlenker nach links, abgezogen, Samuel Radlinger verhindert den Einschlag, der Ball frei. Nico Gutjahr hat es geahnt, vollendet das 1:0. Gutjahr erstmalig in der Startelf. In seinem 11. Einsatz, Saisontreffer Nummer 2. Gutjahr und Leverenz dürfen sich verdient über den Führungstreffer freuen. Daraufhin Nürnbergs Offensivdrang schlagartig beendet. Gute Möglichkeiten nur noch auf Seiten der Hausherren. Dominik Notnagel scheitert bei seinem Versuch. Ein tolles Zusammenspiel. Chapur Zadeh und Notnagel, gekonter Slalomlauf im Strafraum. Samuel Radlinger reagiert allerdings glänzend. Eine Chance können wir noch zeigen. Amir Chapur Zadeh super den Ball mitgenommen. Uneigennützig, der Ball liegt frei. Steven Leverenz ganz, ganz knapp am Pfosten vorbei. Es fehlten die bekannten Zentimeter. Würzburgs Trainer Bernd Hollerbach leicht angespannt. Es bleibt im Frankenderby beim 1:0. Durchgang 2. Steven Leverenz schickt Christian Demirtas, Samuel Radlinger einen Schritt schneller. Nürnberg nur hier in den zweiten 45 Minuten gefährlich. Mike Ott, ein Versuch. Robert Wulnikowski löst dieses Problem. Ansonsten kaum noch gefordert. Der Tabellenführer mit mehr Tatendrang. Spielmacher Steven Leverenz auf der linken Seite. Gefährliche Hereingabe. Amir Chapur Zadeh ganz knapp drüber. Wenig später sieht Leverenz gelb seine 5. Damit ein Spiel gesperrt. Ursprung dieses taktische Foul. Wie wichtig Würzburgs Nummer 10 ist, zeigt diese Szene. 65 Minuten gespielt, Rico Preisinger, ein ungünstiger Kopfball direkt auf Steven Leverenz. Jetzt geht es schnell, Samuel Radlinger Parade, Christopher Bieber steht goldrichtig. Das 2:0, Biebers 15. Saisontor. An Spieltag 13 gegen Seligenporten, letztmalig eingeknipst. Die Geduld zahlt sich aus, endlich die Wartezeit vorbei. Danke an Steven Leverenz, der kurz danach ausgewechselt wurde. Die Entscheidung im Frankenderby gefallen. Die Würzburger Kickers gewinnen gegen den Klubnachwuchs 2:0, holen am 20. Spieltag Saisonerfolg Nummer 15. 49 Punkte eingesammelt. Nürnberg 30 weniger, bleibt bei 19 und weiter auf Tabellenplatz 15. Würzburg auf Rang 1 hat vorgelegt und kann nun entspannt auf Verfolger 1860 München 2 blicken. Die 60er haben im Münchner Derby Garching am Samstag zu Gast.